Was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin Andreas, ihr seid auf Fett Fahrrad. Lasst gerne ein Abo da, um den Kanal weiterzubringen. Und heute geht es um den Fahrradwohnwagen. Mal wieder. Yeah! Also Testfahrt haben wir ja erfolgreich abgeschlossen. Habt ihr ja gesehen gehabt im letzten Video. Und heute geht es darum, im Prinzip nochmal die Deichsel zu verbessern. Und ich brauche auf jeden Fall nochmal einen Anschluss zum Entlüften der Bremse. Sicherheitshalber nehme ich das Rohr. Ich werde es hier dran brutzeln. Ganz unspektakulär. Und da kann ich dann quasi den Griff da drauf stecken und da kann ich dann selbstständig entlüften immer, wenn was sein sollte. Aber ich denke mal, das wird nicht vorkommen, außer das Ding steht mal länger. Und natürlich brauche ich auch einen Anschluss für den Fahrradcomputer, das ankommt. Deswegen, ich würde gerne mal wissen, wie viele Kilometer fahre ich mit dem Teil. Und ja, aufgrund dessen habe ich das ganz gerne, wenn das so in Zahlen geschieht und nicht bloß auf Schätzen, ne? Ganz wichtig. Ach, und der Anschlag hier wird nochmal heute gebaut, genauso wie hier. Die werden dran geschweißt. Und ja, das ist im Prinzip die Aufluftbremse, so wie ich sie gebaut habe. Einfach nur verlängert mit einer Feder zum Zurückziehen. Genau, und das ist ein normaler Bahnzug. Nichts Weltbewegendes. Das sind 200er Bremsgriffe. Auch das billigste vom Billigen, und wie ihr seht, wenn man das dann nach vorne bewegt, werden die gezogen und die Räder bremsen. Geht wunderbar. Und meine Schweißkünste sind auf jeden Fall auch besser geworden, wie ihr seht. Das wird langsam. Wie gesagt, das hat da nichts zu halten. So, ja, sieht ein bisschen wüst aus. Bitte nicht wundern. Hier ist jetzt der Anschlag da. Und hier habe ich auch einen Anschlag hingebaut. Da so, hier sieht man es auch schön. Der Anschlag. Und ich habe jetzt auch nochmal die Feder versetzt. Jetzt ist hier ordentlich Zug drauf. Ich habe die Mutter nach hinten gesetzt. Da war sie erst dran. Die bleibt doch dran. Na, wie gesagt, hier habt ihr jetzt den Anschlag. Und hier ist dann die Aufnahme zum Entlüften. Also wenn ich da mal entlüften muss, dann nehme ich hier den Dings, natürlich jetzt echt doof, mit einer Hand. So. Kann ich dann da dran gehen und dann kann ich dann hier wunderbar entlüften. Ja, der Knick ist halt so. Na. Kann ich dann wunderbar selber entlüften. Hier kommt der Funnel dann drauf und dann passt das. Ist halt nur dafür da, dass quasi der Bremsgriff da ein bisschen in der Luft ist. So, und last but not least, ich werde jetzt hier nochmal schön sauber machen. Und dann werde ich hier bis sogar hier hin nochmal schön die Verstärkung bauen mit Flachstahl. Und dann soll das gewesen sein. Soll es das gewesen sein mit der Deichsel und der Aufluftbremse. Ist ein ganz schönes Gebilde, muss ich sagen. Ja, gucken wir mal, ob das hält. Ich hoffe es. So, und wie man sieht, Schweißnadel ist ganz gut geworden, so besser als manche andere. Ja, sieht auch ziemlich Mist aus, die ganze Geschichte, rostig etc. Der ist daran geschuldet, dass das Ding jetzt draußen stand. Vorletzte Nacht noch, ich habe mir ja gestern wieder hergebracht. Ja, und dann ist das halt so. Viel putzen, kann ich dann sehr viel abschleifen und heute wird auf jeden Fall lackiert. Das heißt natürlich, dass ich hier alles abbauen darf. Grundplatte runterschrauben und dann kommt auch dann gleich die anderen Schrauben kommen dann rein, dass die auch nicht mehr rausfallen. Hier muss ich noch ein Loch reinmachen und dann wird es Hohlraum konserviert. Ja, also noch jede Menge Arbeit, ne?
Definitiv, noch echt viel Arbeit. Das zieht sich. So, das wird jetzt quasi die Verstärkung bis dahinter, das sollte reichen. Und das mache ich jetzt an allen, also oben und unten ist klar und wahrscheinlich hier nochmal überlappend. Muss ich aber mal gucken, ob ich das hinkriege, zwecks dem Biegen. Ne? Aber theoretisch brauche ich hier nichts, weil die meisten Kräfte sind halt wirklich, ne, von unten und nach oben. Ne? Also jetzt weniger so, sondern halt wirklich von unten und von oben. Nu, und da schweißen wir mal schnell den Spaß zusammen. Also ich denke mal, schweißtechnisch werde ich hier noch einige Zeit verbringen. Ich werde nochmal sämtliche Schweißnähte überprüfen und auch nachschweißen. Ich habe keine Lust, irgendwo da mal liegen zu bleiben, weil der Rahmen gerissen ist. Und ich glaube auch nie, dass ich dann ein Schweißgerät zur Hand habe. Ich werde auch kein Schweißgerät mitführen, weil das ist ja dann etwas, wo ist es denn? Etwas zu schwer. Wer hätte es gedacht? Au. Wer hätte es gedacht? Dann schweißen wir mal. Ich punkte erstmal ganz entspannt seitlich. Damit ich hier schon mal einen Halt habe. Und jetzt geht's los. So, das sieht schon mal gut aus. Nochmal schnell andere Seite drüber gehen. So, hier mal schnell die Leitung abmachen, die Bremsleitung, sonst wird das nämlich Grütze, wenn sich hier das Rohr schön erhitzt, bis sonst wohin, dann schmilzt nämlich hier die ganze Leitung weg und das muss ich nicht haben, die war teuer die Leitung, die war richtig teuer. So, naja, das sieht doch ganz gut aus, würde ich sagen. Das wird hoffentlich halten. Hier ist jetzt ordentlich Temperatur. Logischerweise. Ja, schön. Mal ein bisschen wegflexen hier.
Und wieder wichtig, nicht nachmachen. Ne? Wegen, ich habe keinen Schutzbrille auf. Auf eigene Gefahr. Heiß, 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 heiß. Ja, das sieht bis jetzt ganz gut aus. Können wir lassen. Würde ich behaupten. Bloß nach unten. Und dafür fehlt mir jetzt ja der Stahl. Also werde ich mir jetzt nochmal schnell Stahl besorgen. 25er Stahl braucht man. Geht los. Und ich war gerade in Obi, hab den Flaschstahl geholt. Und endlich mal. Ne? Eine Schutzbrille. Kann keiner mehr mimi machen. Ey, keine Schutzbrille. Und ich werde es natürlich gleich mal das Flachstahl zurecht tüdeln, damit ich dann ganz entspannt die Verstärkung machen kann. Wichtig. Was so ein bisschen nervt, dass jedes Mal Umgeschraube von der Flex, jedes Mal. Also das nervt so ein bisschen, muss ich ehrlich gestehen. Oh. Schutzbrille haben wir am Start. Wichtig. Ach ja. Strömlinge brauchen wir auch noch. Und anzeichnen müssen wir auch noch. Mein Herr, nee. Unfassbar. So. So. Achso, lol, ah, vergessen die Länge anzuzeichnen, meine Herren, ey. Schon ganz aufgeregt. So, ungefähr hier so mit der Rohr. Das letzte Stück übrigens. Das letzte Stück 25er Flachstahl. Im Obi. Man glaubt es ja kaum. Die Schutzbrille. Oh. Total beschlagen schon. Ist ja unfassbar. So.
Guck an, wird heiß. Das sollte kalt sein mittlerweile. Jo, ist es. Ich bringe das mal schnell in den Schrott. So, wie ihr seht, ich habe das jetzt schön zurechtgeschnitten. Das ist okay, das passt, würde ich sagen. Kann ich da schön meine Naht reinlegen. Das hier, klar, werde ich da nochmal mit dem Trennschleifer wegmachen. Jo, sieht doch gut aus, ne? Meine Verstärkung. Mal fix Akku gewechselt. Und jetzt geht's wieder los. Schweiß, Schweiß, Schweiß. Geil. Gas aufdrehen, wichtig. Ohne Gas geht nichts. Da kommen dann komische Sachen raus beim Schweißen. Definitiv. So. Erstmal punkten, wie immer. Plastik weg, wichtig. So, das war jetzt mal wunderbar durchgezogen, finde ich. Das war jetzt wirklich sehr, sehr delicious. Das hat echt Spaß gemacht. Muss ich bloß gucken, wegen der Schraube hier. Füße weg beim Schweißen, Freunde. Schöne Wurzel hier reingebrettert. Oh. So muss das. Das muss weg. Da
Das muss weg. Und so sieht das Ganze jetzt aus, noch nicht sauber gemacht. Einmal frei. So, ich werde das jetzt nochmal schön verschleifen und dann schön sauber machen. Und dann sollte das rein, theoretisch sollte das halten. Weil wie gesagt, es ist ja halt, ich denke mal hier wird es irgendwann mal eventuell ein Problem geben bei der Biegung. Aber das ist jetzt so dermaßen verstärkt. Jetzt kann es nur noch hier inreißen. Na hier eigentlich gar nicht, aber hier außen könnte es eventuell reißen. Mal gucken, vielleicht verstärke ich es hier auch nochmal. Mal sehen. Und das soll es jetzt auch erstmal zu dem Video gewesen sein. Wie gesagt, ich mache das jetzt alles off Kamera und wir sehen uns dann im nächsten Video. Da wird lackiert. Genau, bleibt dran, lasst ein Abo da, würde ich mich auf jeden Fall freuen. Bis zum nächsten Mal.